Ja, noch kleine Anfangsschwierigkeiten mit dem Packing. Es ist 10:30. Werde ich wohl jetzt die Fahrt aufnehmen können. Wir fahren jetzt Richtung Trebon. Das sind, naja, 5 Kilometer bin ich schon gefahren. Hatte Probleme mit dem Packing. Und ja, 35 Kilometer noch. Nachdem nun alles wirklich richtig fest verpackt ist, geht die Fahrt nun ohne Probleme weiter Richtung Trebon. Ja, es ist sehr kalt. Ich habe die Handschuhe an. Es geht durch mehrere hübsche Orte. Dann geht es ein Stück über die E55. So, dann geht's wieder mal ein Stückchen übers Land. Ja, heute ist die Fahrt locker. Weitestgehend ebene Strecken. Mal ein wenig hoch, okay. Dann aber wieder runter. Sehr entspannt. Also ich komme gut voran. Ja, das Gröbste scheine ich wohl wirklich überstanden zu haben. Der Kampf mit den Höhen in Mittelböhmen ist gewonnen. Ja. Und das hier ist sozusagen die kleine Belohnung. Die entspannte Fahrt hier nach Trebon.
bisschen stur, der Mann. Ja, jetzt kommt ein schöner Radweg. Durch den Wald. Entlang duftender Felder. Ja, mir gefällt diese Landschaft. Ja, hier hat man keine Chemtrails. Wir sind hier in Tschechien. Überhaupt noch keine Chemtrails aufgefallen. Das sind Wolken. Wolken, wie ich es von früher kenne. Also, was in Deutschland passiert, ist völlig irre. Die Menschen in Tschechien sind völlig normal. Völlig normal. Das ist kein Irrer, keine super Ängstlichen wie in Deutschland. Die Deutschen werden völlig fertig gemacht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das ganze Land Deutschland. Ja, diese Ansteigung machen wir doch locker. Schaut euch den Himmel an. Diese Wolken. Ja, und hier überall Beerensträucher.
Die Luft ist wunderbar. Leute, das ist zwar auch aufgeforstet, aber hier sind überall Beeren. Ja, und dann kommt diese schöne Naturlandschaft. Aber kalt ist es. Heute ist es kalt und sehr windig. Das ist der kleine Ort Kleck oder Kletsch oder Klecks. Ein kleiner Klecks auf der Landkarte. Das war der kleine Klecks. Ja, jetzt habe ich richtig Probleme hier mit dem USB-Eingang von meinem Handy. Die Mappy-App zieht natürlich viel Strom, sodass jetzt mein Akkustand vom Handy runter ist. Und da der USB-Eingang vom Handy etwas, ich weiß auch nicht, beschädigt oder wackelig ist, hält der Stecker natürlich nicht so richtig und ich muss den Stecker ständig gegen den Kontakt im USB-Eingang drücken. Das ist sehr doof und da kann ich auch nichts machen. Also ich versuche dann so ein bisschen mit einer Hand und so ein bisschen so
den Stecker immer wieder gegen den Kontakt zu drücken, sodass ich mit der Navigation weitermachen kann. Aber das ist kein Zustand. So, jetzt kommen wir auch schon nach Trebon. Erste Hinweisschilder schon für den Weg nach Österreich. Und es gibt hier auch ein Kaufland. Dieser Weg führt mich direkt in die Altstadt.
Trebon. Ja, hier ist man natürlich richtig gut angezogen. Man trägt hier halt Fahrradhelm, das ist so die entsprechende Fahrradkleidung. Ja, da merkt man schon hier, das ist schon eine andere Nummer hier. Hier kommen die Touristen. Ja, aber was soll's? Muss es auch geben. Und hier wird's hübsch. Ja. Lokale. Viele Menschen. Ja, da habe ich ja richtig Glück. An diesem Samstag findet hier ein hübscher Markt statt. Erinnert mich irgendwie an den Winterfeldplatz in Berlin.
Ja, mir ist das ehrlich gesagt ein wenig zu hübsch. Ein bisschen zu Trebon. Also, deswegen halte ich mich auch gar nicht lange auf hier. Fahre weiter Richtung Campingplatz. Auch das Menschengewusel ist nicht so mein Fall. Aber schön ist es. Très bon. Très bon. So, jetzt geht's hier noch durch dieses Tor. Ein wenig dann die Straße entlang. Und dann sind wir auf dem Campingplatz. Trebon. Das ist der Autocamp Trebon. Na gut, es gibt andere Preise. 270 Kronen hier für die Nacht mit Strom. Aber hier am See und der Wind, der ist sehr kalt. Aber ein wunderschöner Platz, voll. Na klar, ist ja auch Wochenende. Na klar. Luxoase. Ein bisschen luxuriös für Tschechische. Ja, heute Samstag, 28. Ich bin im Autocamp Trebon. Ja, das ist so ein bisschen wie Luxoase in Deutschland.
würde mal sagen, hier, das ist so eine Art 5-Sterne-Campingplatz. Er ist sehr schön, wunderschön gelegen, hier an einem hübschen See. Die Fahrt hierher war locker, das waren 40 Kilometer über weitestgehend flaches Land. Ab und zu mal eine kleine Steigung, aber sonst nichts. Also, ich muss schon sagen, super. So ein bisschen wie, naja, also von der Lage her, mit See, Brandis, Nad Labem, aber nur einige Nummern größer. Größer und besuchter. Hier in Trebon in der Rezeption sprach man Deutsch. Ja, also ich hätte mich natürlich auch viel lieber hier auf diese Wiese gelegt, aber hier gibt es ja keinen Strom. Das ist der Punkt. Und wenn es keinen Strom gibt, kann ich nichts machen. Da muss ich da, wo die Wohnwagen sind oder irgendwo, jedenfalls, da muss eine Säule sein. Eine Stromsäule. Das ist eben der kleine Nachteil. Andererseits ist es natürlich easy, mit Strom dann eben die Akkus wieder aufzuladen. Also die Solarpanel, ich glaube, das wäre was für Spanien. In Spanien, wenn die Sonne ordentlich krass scheint, dann wird das sehr wahrscheinlich klappen. Aber hier jetzt in unseren Breiten, bei den Wolken, das kann man vergessen. Ja. Also das ist auch ein Witz, mit Solarenergie die Welt versorgen zu wollen. Klappt nie und nimmer. Nie und nimmer. Also viele Grüße aus Trebon. Es ist wirklich eine sehr schöne Stadt. Trebon. Ja, ich bin das erste Mal in der Stadt gewesen. Bin sonst ja immer nur über die Autobahn an Trebon vorbeigefahren, beziehungsweise über die E55. Hab ja nichts gesehen von Tschechien im Prinzip. In all den Jahren meiner Fahrerei nach Wien. Ja, so ist das. Ja, und dann stehe ich halt da hinten mit meinem blauen Zelt, da stehe ich. Ja, jetzt habe ich noch ein paar Kronen und diese paar Kronen werde ich dann morgen zum Frühstück ausgeben. Ich werde frühstücken, ich werde dann locker so um 10, 11 frühstücken, alles wieder vorher einpacken natürlich. Und dann trinke ich dort einen Kaffee und werde dann Richtung Österreich weiterfahren. Ich gucke mir das nachher noch mal genauer auf der Karte an, was denn nun, welcher Weg der günstigere ist mit dem Fahrrad. Ja, soweit erstmal von hier, vom Autocamp Trebon. Viele Grüße!